Das ist einfach komplett falsch rum. Ich bin komplett fassungslos. Ich bin einfach fassungslos, Digga. Du kannst, wenn du jetzt mein Haus sprengst, dann kündige ich. Als Strafe drehst du den Honiggolem um. Ist es okay, wenn wir euren Honiggolem 180 Grad drehen? Wir gehen rein. Ist einer online? Hallo? Guck dein Haus, dein Haus, dein Haus. Alright. Ich schau mir mein Haus an. Was? Was? Warte, was? Tobi? Warte, Moment mal. Bin ich gerade, also Chat, bin ich gerade im komplett falschen Film? Habe ich irgendwas verpasst? Das ist einfach komplett falsch rum. Ey, wer macht sich denn so viel Mühe? Oh mein Gott, ich sehe es gerade. Halt's Maul. Freunde, ihr habt schon richtig gesehen. Im Titel steht, wir werden Revis Haus heute umdrehen. Na, Runde in die Kommentare. Bitte, mach das einfach. Bitte. Und lass ihn direkt da. Bitte, ey. Und jetzt weiter. Der nimmt einfach im Video seine Videos auf im... So, wir sind fast fertig mit der unteren Etage hier. Wenn ich ehrlich bin, Digga, tut's mir schon sehr leid, ne? Nächstes Video, er hat mich wirklich gefeuert. Ich hoffe, dass ich noch diesen Vlog machen kann mit einem Tag bei Revi arbeiten. Ich hoffe, es ist nicht irgendwann so weit, dass es... Der hat das wirklich... Auf Kopf, dieses Haus ist... Der hat das wirklich komplett mit der Hand umgedreht? Digga, was? Ja, wo bist du? Ich bin gerade ins Büro mit Akani rein wieder. Ah, du bringst ihn jetzt eh runter? Ja, warum? Okay. Bro. Ja. Ey, kann ich kurz fragen, ob das dein Ernst ist? Ja, dein Haus, ne? Das ist umgedreht. Hey! Warum? Da hat sich jemand Mühe gegeben. Ja, das warst du. Ich hab's gerade schon gesehen, dein Video. Ach ja, mein Video. Warum? Ja, weiß ich nicht. Du hast gesagt, also... Nee, du hast eigentlich gar nichts dazu gesagt. Ich hab dich nicht mal gefragt, ob ich's machen darf, ne? Der Eingang ist sogar oben. Der ist sogar falsch. Ja, der ist andersrum. Ich meine, das Haus wurde ja umgedreht. Bro, wie lange hast du daran gesessen? Ach, 2 Stunden oder so. Aber sag ehrlich, sieht cool aus. Ich bin komplett fassungslos. Ich bin einfach fassungslos, Digga. Gab's da schon Minecraft Attack? Nein! Wie kann man denn ein ganzes Haus umdrehen, Blatt? Wie hast du das gemacht? Vor allen Dingen sind da keine Fehler drin. Das habe ich... Guck mal, diese Etage musste ich aufstocken hier. Ich zitter ein bisschen, weil ich habe ein bisschen Angst gerade. Und ich habe sogar die Balkone hier. Warte mal, das ist doch eigentlich ein Turm. Der geht doch noch eigentlich weiter runter. Eben. Ich habe einmal das Dach oben abgebaut, habe Blackstone gefarmt und habe unten das Dach wieder dran gebaut. Ja, und Digga, dann machst du es doch wieder richtig. Nee, das hat ein bisschen gedauert. Ja, Bro, what the... Das kannst du so nicht stehen lassen. Es ist ja dein Haus, aber noch, also da fehlt kein Block. Es ist alles noch da. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ich habe dein Haus abgebaut. Habe ich ja nicht. Bro, du hast es einmal abgebaut und wieder aufgebaut. Ich habe es umgedreht. Tobi, was machst du die ganze Zeit in deiner Arbeitszeit? Das war privat. Nach 20 Uhr ist bei mir Abfahrt. Du hast sogar ein Video im Office aufgenommen. Das war nur die Antwort. Tobi, ich bin einfach fassungslos. Ich weiß nicht mal, ob ich sauer sein soll, weil es ist schon funny. Aber Bro, wie kann man das denn einfach um 180 Grad drehen? Können wir kurz eine Abstimmung machen, ob ich den kündigen soll? Oh, nee. Der Chat entscheidet jetzt. Alles gut. Chat entscheidet. Ich sag's dir, ich halte mich an die Abstimmung. Alles gut, Digga. Ich mach mir da keine Sorgen. Dann guck mal, die scheinen... 60-40 ist sehr knapp, das weißt du, ne? Chatbox, danke, Alter. Ich darf meinen Job behalten. Du drehst das auf jeden Fall wieder um. Das war doch auch eine Menge Arbeit, ne? Gehaltserhöhung für den Mann. Gehaltserhöhung? Für was? Für das Haus? Bro, diesen Baum gibt's nicht mal. Diesen Baum gibt's nicht mal. Wie komme ich in mein Inventar? Hä? Was ist das? Nein. Wenn du jetzt mein Haus sprengst, dann kündige ich. Digga, da sind 2 Creeper drin gelaufen schon und ist alles explodiert. Nee, bitte schieß nicht dran. Bitte schieß, ich steck deine Maus auf. Kannst du nicht, ich zünde. Okay, ich mach nichts. Okay, du drehst es aber wieder um, oder? Was? Du drehst es schon wieder um. Junge. Nein, okay. Das bist du selber schuld. Guck mal, wenn ich es jetzt einmal wieder umdrehen müsste, dann wären es ja theoretisch 4 Stunden meines Lebens, die ich verschwendet hätte. Wollen wir das? Ja. Ja, okay. Okay, als Strafe drehst du den Honiggolem um. Digga, nee, ist gar nicht. Als Strafe drehst du den Honiggolem um. Ich werde während der Arbeitszeit hier sitzen. Okay. Ich werde nicht wegen... Chat, was sagt ihr dazu? So, ihr könnt jetzt abstimmen. Die wollen alle den Honiggolem. Digga, ich kann nicht den Honiggolem umdrehen. Die wollen alle den Honiggolem. Wir gucken jetzt, was die Abstimmung sagt. Ja, die Abstimmung sagt nichts. Scheinbar spielt das Projekt nicht mehr, es wird nichts passieren. Ja, aber trotzdem, ich habe noch einen Joker im Ass. Was? Was? Du hast einen was? Joker im Ass. Im Joker im Ärmel. Nee, im Ass. Okay, wen? Also es gibt ja kein Zeitlimit, weil ich den Honiggolem drehen muss. Das werden wir jetzt sehen, mein Guter. Nee. Omatra? Ja, was willst du? Kurze Frage. Ist es okay, wenn wir euren Honiggolem 180 Grad drehen?
Wieso? Auf den Kopf stellen. Ja, das ist eine Strafe für Tobi, der hat Big Scheiße gebaut, den Craft Attack, und wir müssen ihn bestrafen, leider. Nein, ich hab sein Haus umgedreht. Sag nein einfach. Nein, dürft ihr nicht. Oh, hey, what the fuck? Ich tu's für Tobi. Was Alter. Bist du für ein Rheinland-Freund? Alter. Baby. Romatra, jetzt sag mal, nee, jetzt mal ganz ehrlich, guck mal, du nimmst mir gerade echt eine Menge Content-Views und doch vor allen Dingen die Möglichkeit, mich an Tobi zu rächen. Das ist sau uncool von dir. Weißt du was? 5 Sub gibt's und du darfst es machen. Okay. Das ist ja so lächerlich. Also dann, Romatra, wir hören uns die Tage nochmal, ne? Ja, wir hören uns die Tage. Bis tschüss. Samstag, ciao. Du hast gesagt, du musst den Honigbolem umdrehen. Ja. Ich glaube auch, da wollte jemand um den Honigbolem Schnurrbart dran machen, aus Obsidian. Und der Schnurrbart ist einfach eiskalt auf dem Schlüsselbein platziert und nicht unter der Nase. Ja, den machen wir erstmal weg. Was hast du gesagt, Tobi? Du hast gesagt, ich soll den Honigbolem umdrehen, ne? Ja. Okay. Ich drehe ihn um. Okay, gut. Gut. Jetzt zieht's durch. Nein, also ich drehe ihn ja dann um. Okay, du drehst ihn um. Gib mir die Hand drauf. Hand drauf, du drehst ihn um. Aber weißt du was? Was? Wenn ich den Kopf drehe, dann schaut er in die andere Richtung. Halt deine Das ist. Man muss aber auch ein Geschäftsmann sein, sag ich dir ehrlich. Ein Geschäftsmann? Ich bin keiner. Aber trotzdem, manchmal habe ich die Geistes. Das ist. Moment! Oh mein Gott! Ja, stimmt, du musst einfach nur die Nase auf die andere Seite setzen. Dafür habe ich jetzt 25 Euro ausgegeben. Mit deinen 3 Videos hast du auch wieder. Digga, das ziehe ich dir sowas von deinem Gehalt ab. Das ist Betrug. Das ist dreckiger Betrug. Ey, die schreiben hahaha, aber nicht wegen mir, weil ich den umdrehen muss, weißt du wegen wem? Das ist Betrug! Das zählt doch nicht, Chat, oder? Ich finde die Lösung gut, ganz ehrlich. 180 Grad, ja okay. Ey, Jakob oder wie du heißt. 180 Grad, wenn ich den Kopf drehe, dann guckt er auch in die andere Richtung. Du hättest das jetzt gar nicht sagen dürfen. Du hättest es einfach machen müssen und ein Bild davon machen. Mega Geschäft gewesen. Vielleicht kannst du ja trotzdem, weiß ich nicht. Digga, das ist einfach nur dreist. Das ist, nein. Digga. Umgedreht ist umgedreht. Guck, ich habe 4-mal wiederholt, ich drehe den um. Chat, zählt das? Du hättest ja auch sagen können, ich soll ihn flippen, ich soll ihn auf den Kopf stellen. Weißt du, er soll einen Handstand machen. Chat sagt ja. Was seid ihr für Ehrenlose? Digga, sie wollen auch nicht, dass der Golem zu kaputt geht. Aber, sag ehrlich, das war schon wieder ein smarter Move. Ich schwöre dir, ich werd dafür sorgen, dass dein... Ey, weißt du, was das Geiste ist? Was? Dein Haus ist trotzdem noch auf dem Kopf. Bro, Tobi, ich schwöre dir, irgendwann werde ich dich wegen Minecraft entlassen. Du könntest mir natürlich einen Deal machen, dass ich ihn auf den Kopf stellen soll. Was ist der Deal? Kannst du ja ausdenken, oder? Bitte mal, Kani, kurz. Digga, weißt du, wie das anfühlt? Ey, dann drehst du wenigstens mein Haus zurück. Wer ist hier gerade in der Lage, Forderungen zu stellen? Bro, mach doch nicht so. Wir machen den Deal. Also, ich drehe den Honigbolem und den Kopf um, ne? Ja. Und dein Haus bleibt auf dem Kopf. Nein! Was soll ich denn? Also, guck mal. Jetzt musst du mir ja entgegenkommen. Digga, ich komm dir gar nicht entgegen, Mann. Du arbeitest for free für mich und spielst in deiner Freizeit Minecraft. Also, Digga, nee, das ist nicht cool. Tobi, das ist so, also, das ist das Dreisteste, was mir jemand untergekommen ist, ne? Ich hab's mir nicht ausgesucht, ne? Die Abstimmung. Gut, hau ab. Digga, komm, ab dafür jetzt, lass mich. Wir machen nochmal ein Extra. Ja.